In der letzten Woche ist wieder einiges passiert. Das Video, das ihr hier seht, hatte ich schon mal fertig geschnitten. Und dann ist alles wieder anders gekommen. Wie so oft kann man nicht alles planen. Aber fangen wir ganz vorne an. Und plötzlich sind wir im Land von unseren Träumen. Im letzten Video habe ich euch gefragt, wo wir uns echt ein Stückchen Land suchen. Und es haben alle recht gehabt. Wirklich alle. Ich meine, schaut euch mal das an. Hier ein Campingplatz. Direkt am See. Einfach wunderschön. Aber wie immer im Leben, gibt es ein kleines Problem. Es ist Ostersonntag und wir machen uns auf den Weg Richtung Bosnien. Wir haben uns auf den Weg gemacht Richtung Bosnien. Das haben wir im Winter zusammen beschlossen, möglichst schnell zurück nach Bosnien zu gehen, weil es uns dort so gut gefallen hat. Aber dort angekommen ist es dann ganz anders gekommen. Wir haben bereits schon Termine gehabt, um das Land anzuschauen und haben uns auch drei verschiedene Ländereien angeschaut. So, gleich das erste Land anschauen. Es wäre echt perfekt, aber leider gibt es keine Strasse dahin. Somit eher schwierig, zum Campingplatz zu machen. Aber es wäre wunderschön. Da direkt der Fluss. Das wäre das Land. Das da hinten gehört auch noch alles dazu. Da unten noch wunderschön. Von links kommt der Bach, rechts der Fluss. Die Strassenanbindung könnte in Bosnien noch schwierig werden. Und es hat auch nicht so ausgesehen, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, um eine Strasse dorthin zu machen. Somit Land Nummer 1, nope. Nachher haben wir uns gerade weitergemacht zu einem anderen Stückchen Land. Wir haben dann auch Kontakt aufgenommen mit einem Anwalt vor Ort, weil wir natürlich das Ganze wollen über einen Anwalt machen. Und wir haben ihm gesagt, was unsere Pläne sind und was wir gerne machen würden. Jacko, grüßig! Aber der Anwalt hat uns dann gesagt, dass es seit 2024 als Schweizer nicht möglich ist, in Bosnien Land zu kaufen. Wir könnten über irgendeinen Mittelmann oder wir könnten eine Firma kaufen oder eröffnen in Bosnien und dann können wir trotzdem Land kaufen. Aber das ist für uns keine Option. Wenn wir etwas kaufen wollen, dann richtig und dann soll es uns gehören. Und somit ist der Plan, Land in Bosnien zu kaufen und einen Campingplatz eröffnen, plötzlich gestorben. Weil in Bosnien ist es so, sie haben so eine Regelung, wenn zum Beispiel jetzt ein Bosnier in der Schweiz einfach so Land kaufen darf, dann darfst du als Schweizer auch in Bosnien einfach Land kaufen. Dadurch, dass aber nicht mehr möglich ist, als Bosnien in der Schweiz einfach so ohne Aufenthaltsbewilligung Land zu kaufen, dürfen wir als Schweizer das auch nicht mehr. Aber so what? Das Land ist ja trotzdem wunderschön. Darum gehen wir jetzt einen Wasserfall anschauen. Genau wegen solchen Orten sind wir am Reisen. Einfach wunderschön. Trotzdem haben wir aber natürlich die Zeit in Bosnien genossen und sind zum Anis und Nias und haben ihnen dort geholfen, ein bisschen aufzubauen, damit sie ihr Restaurant wieder für die Saison aufmachen können.
Ja, und somit ist unser Plan nicht aufgegangen und wir müssen alles neu planen. Und ja, wir sind jetzt am Auf- und Abdiskutieren gewesen, was wollen wir als nächstes machen. Unsere Reise wird weitergehen und wir machen uns weiter auf die Suche nach einem schönen Stück Land. Und da wieder die Frage, was denkt ihr, wo wird das sein? Würdest du verraten, wo wir gehen, das Land anschauen? Ja, voll. Wir gehen auf. Aber es gibt einen anderen Ort, der uns extrem gefallen hat auf der Reise. Und wir haben uns damals schon überlegt, dort ein Stück Land zu kaufen. Sind aber dann später auf Bosnien gekommen und haben uns so verliebt in das Land. Aber ja, es ist nicht so, dass jetzt die Option 2 schlechter war, sondern auch diese Option finden wir super. Und ich glaube, jetzt, wo uns die Entscheidung abgenommen wurde, ist nicht nach Bosnien zu gehen und dort ein Stück Land kaufen, ist es auch gut so. Und wir freuen uns schon riesig drauf, uns auf den Weg machen, dorthin, wo wir denken, das könnte sein.